So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Im letzten Part ist ziemlich viel passiert. Wir haben mal wieder einen unserer Mitstreiter verloren. Roth, um genau zu sein. Er ist von Matthias persönlich hingerichtet worden, wenn man so möchte. Also, er hat einen Ball in den Rücken gekriegt. Lara, es tut mir leid. Ich habe dich in diese Lage gebracht. Ich hatte deinem Vater was versprochen, als ich ihn zum letzten Mal lebend sah. Dass ich dich aus Schwierigkeiten raushalten würde. Und was mache ich? Ich bringe dich mitten rein. Und jetzt kümmerst du dich um mich. Weißt du, du bist genau wie dein Vater. Er war klüger, weiser und stärker als alle anderen, die ich kenne. Und er gab nie auf, wie schwierig es auch wurde. Ich mache mir Sorgen um dich. Aber ich weiß, wenn jemand diesen Ort überleben kann, dann Lara Croft. Was auch passiert. Du sollst wissen, dass ich dich geliebt habe wie die Tochter, die ich nie hatte. Ich bin stolz auf dich. Das tut nochmal besonders weh. Ja, aber jetzt kommt da so eine Kleinigkeit, die ich dann so ein bisschen nicht ganz verstehe, weil hatten wir nicht in einem Buch gelesen, dass Reyes eine Tochter hat mit Roth? Egal. Bring mich nicht zurück, Mädchen. Das hätte Roth gesagt. Ich kann einfach nicht glauben, dass er fort ist. Keine Geschichten über meine Eltern mehr. Keine Bergbesteigung. Oh Gott. Ich wünschte, sie hätten stattdessen mich getötet. Haben sie aber nicht. Ich bin hier, ich lebe und ich bin sicher, dass kein Boot oder Flugzeug uns von dieser Insel wegbringt. Zumindest noch nicht. Ich weiß, dass die Antwort etwas mit Himiko und diesem Kloster zu tun hat. Ich muss etwas unternehmen. Ich muss dem ein Ende bereiten. Ja, werden wir auch machen. Jetzt wollte ich nur mal kurz gucken, ob wir irgendwas aufrüsten können. Ja, Tatsache. Die Pistolen. Magazinschacht, wo durch eine Nachladezeit verringert wird. Für Rückstoßverringerung. Schallgedämpfte Schüsse. Ist interessant. Ihr wisst ja, die Pistole ist so ein bisschen mein Liebling, ne? Na gut. Mit dem Boot sollen wir in die Ritualkammer. Waren wir hier unten schon mal? Wie rufe ich die Karte auf? Das Wrack des Hubschraubers. Ach, gedrückt halten, okay. Muss man auch erstmal wissen. Finden Sie einen Weg aus dem Wald? Nee, hier war ich nicht. Hier war unser Start. Das sind alles so Punkte, wo wir nochmal... Mir fällt jetzt erst auf, dass es eigentlich tatsächlich ganz schön linear ist, das Spiel. Ja? Ritualkammer. Also auf der Karte, die Lara hatte, war das doch hier irgendwo, ne? Ist auch egal, gut. Also wir wissen, wir werden so oder so irgendwann nochmal alles durchsuchen hier. Moment. Eins von drei Lager, eins von zwei Dokumenten, null von drei Reliquien. Oh. Es gibt wirklich viel zu erledigen in dem Spiel, wie es aussieht. Naja. Aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass es nicht so dramatisch sein kann. Weil die anderen zwei Spiele, also Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider, sind eigentlich einfach auf 100% zu komplettieren. Also deswegen mache ich mir tatsächlich keine Gedanken Geocache. Bei dem ersten Tomb Raider vom Reboot, ne, muss man ja immer dazu sagen. Ich habe mich gerade gefragt, wieso das jetzt angezeigt wurde. Dachte, wäre irgendwas Interessantes in der Nähe, aber es zeigt einfach nur, nee, hier ist der Gang, wo du lang musst. Nicht schon wieder Wölfe! Ah. Sicher, dass sie hier sind? Ich sollte einfach auf einen Baum klettern und abfahren.
Vor allem die Hunde. Ich hoffe, der wird gerade nicht von irgendjemandem gesehen. Ich werde schon wieder ruhig. Ich bin schon wieder ruhiger, als ich will. Tut mir leid. Ich bin selber ein bisschen aufgeregt. So. Wir müssen natürlich auch ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir jetzt den Wölfen irgendwie, die höchstwahrscheinlich da rauskommen würden, in den Weg laufen. Über den Weg laufen. So, das wollte ich sagen. Über den Weg laufen, nicht in den Weg. Okay. Nee, das wird nix. Ja, da hinten. Hinterm Baum. Komme ich da irgendwie hoch, dass ich die von oben fertig machen könnte? Ja. Rotkappensammlung? Willst du mich verarschen? Ja, geh da erstmal hingucken. So. Gut, also wir wissen, wir müssen Pilze sammeln. Das ist eine Nebenquest hier. Was. Da komme ich hoch. Das ist schon mal gut. Aufpassen, nicht, dass hier irgendwer rumläuft. Eieiei. Wie gesagt, ich bin selber ein bisschen aufgeregt. Oh. Ein Pilz. 2 von 10. So. Erhöhte Position, das sollte eigentlich ein bisschen was bringen. Dann können wir da klettern. Ich hoffe, man kann auch einfach so die Seile wechseln ohne Probleme. Anders würde das nämlich nicht funktionieren. Ja, es geht. Gut. Dann kann man nämlich von hier oben aus schon mal ein paar Leute ausschalten. Vielleicht, wenn die nicht so blöd hinterm Busch stehen würden. Habe ich ihn getroffen? Nein, wir müssen weitersuchen. Alles klar. Kriegen alle Kopfschüsse und die wundert's nicht. Na komm. Zumindest kann mir keiner nachsagen, ich würde es nicht so machen, dass also kurz und schmerzlos, ne? Gut, ich glaube. Es ist noch nicht vorbei. Das sind noch nicht alle gewesen. Weil es könnte auch sein, dass Lara die Waffe gerade drinne hat wegen. Drinne. Draußen hat wegen den Wölfen. Jagdhütte. Okay.
Ah, okay. Danke dafür. Also theoretisch gesehen, glaube ich, habe ich alle. Oder auch nicht. Vater Matthias. Ach ja, schön, dass man das nicht hört, sondern nur lesen kann. Bin ich umso konzentrierter. Okay. Da hinten. Kopfschusskiller. Eigentlich will ich hier gerade nicht auch wirklich nicht mit der Schrotflinte schießen, aber. Es lässt mir keine Wahl! Es war irgendwie klar. Oh, das sind nicht gerade weniger. So viel zum Thema Schleichen, ne? Uff. Gott sei Dank. So. Der ist auch weg. Die stehen auch alle ein bisschen blöd. Ich war der Meinung, es waren mehr. Oh, ganz kurz, Moment. Mein Computer hat sich wieder... Das, obwohl ich einen Bildschirmschoner deaktiviert habe. Es sind auch mehr, okay. Hast du gerade eine Granate versucht, hier reinzuwerfen? Ja. Von der Musik her hat sich das gerade erledigt. Gut. Aber was zur Hölle ist hier, okay. Okay. Hier ist nichts. Wozu sollte man das dann aufmachen? Wenn hier eh nichts ist. Das war eine Falle vom Spiel. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Dass man mit der Schrotflinte so viele Schüsse... Okay, Trophäe. So viele Schüsse für einen Wolf braucht, das ist hart. Wohlgemerkt, mit einer Schrotflinte, ja? Gut, aber ich glaube, jetzt ist wirklich hier niemand mehr. Sonst wären die Wölfe auch wahrscheinlich nicht gekommen. Also, gucken wir uns mal fröhlich um. Weil ich meine, wir müssen so oder so nochmal hier. Hier ist ein Lager. Das ist immer schnelle Reise, könnte man von hier machen. Das müssen wir auch noch alles aufrüsten. Kartografie. Oh! Na, das war doch mal ein Upgrade, was ich auf jeden Fall in einem etwas kleineren Zeitraum echt bezahlt macht. So, was haben wir denn hier alles? Aha! Krieger der Sturmwache, wir stehen heute am Beginn einer großen Veränderung. Die Flotte des Feindes, die auf unsere Küste zusteuert, wird die letzte sein, die je versucht, unser geliebtes Yamatai einzunehmen. Der Zorn unserer großen Sonnenkönigin wird einen gewaltigen Sturm herbeirufen und wir werden auf den Winden reiten und den Feind vernichten. Aber wir werden nach dem Sieg nicht aufhören. Mit einem neuen Tag wird das Licht unserer Königin sich über die Ozeane erstrecken und alle Länder erleuchten. Und während wir aus Yamatai in der Wärme ihres Glanzes baden, werden unsere Gegner brennen. Toll.
Damit dürfte ich doch jetzt eigentlich alle Dokumente hier haben, ne? 2 von 2, ja. Sehr schön. Da hinten ist ein geheimes Grab. Oh, das könnte interessant werden. Pfeile sind voll. Also mit Munition sparen die hier auf jeden Fall nicht im Spiel. Das muss man einfach mal lassen. Ja, da ist das geheime Grab. So, wollen wir mal gucken, was es hier gibt, wa? Ladesequenz auf jeden Fall erstmal. Und es speichert. Nur für den Fall der Fälle, dass es wieder abschmiert, so wie... Ich glaube, im letzten Part war es, ne? Das war ein bisschen ärgerlich. So, Heiligtum der Sturmwache. Erstmal ein Lager aktivieren. Okay. Ich wollte gerade sagen, das sieht nicht so krass schwer aus. Sagt er und stellte fest, da oben ist auch noch was. Ich glaube, das Grab hier kenne ich tatsächlich gar nicht. Da sieht es doch schon mal interessant aus. Das brennt. Ich hätte damit rechnen sollen. Ich habe mich trotzdem erschrocken. Ich bin großartig, oder? Gut. Gas. Gas, ganz viel Gas. Oh Gott, aua. Theoretisch gesehen hätte es schon lange explodieren müssen. Erneut explodieren müssen. Das war ein Schnellschuss. Okay. Das muss ich auch abbrennen. Erstmal mache ich da hinten Licht. Dass ein einfacher Feuerfall dafür ausreicht, ne? So. Jawohl. Warte, Lara ist einfach schwarz. Ach, das war's schon? Waffenmodifizierungen verfügbar. Reliquienkarte aktualisiert. Das ist auch immer eine schöne Sache, wenn man die Gräber hat, ne? So, komme ich hier einfach runter, ohne zu sterben? Ich will es, glaube ich, gar nicht unbedingt ausprobieren. Da renne ich lieber noch mal durchs giftige Gas. Ja, ich weiß, was man in einem Lager machen kann. So. Wollen wir mal gucken. Upgrade. Irgendein Waffen-Upgrade, haben sie gesagt, geht. Das da, oder? Ne, das haben wir schon. Schlüsselringabzug gemeistert. Der ergonomische Griff. Ansonsten sieht es nicht danach aus, als hätten wir irgendwas. Naja, laden wir mal schneller die Pistole nach. Ich glaube, hierfür reicht es nicht mehr, ne? Nee. Das war jetzt das große Waffen-Upgrade, was... Egal. Gehen wir zurück. Gleich ist der Part auch schon wieder vorbei. Wir gucken uns noch ein kleines bisschen im Wald um. Ich weiß, also was im Spiel jetzt noch kommt, ist auf jeden Fall eigentlich nur noch... siehst du mal, hier ist noch Relikt. Geocache. 3-mal Geocache. Ah, hier hinten ist auch ein Reliquie. Verdammt. Naja, wir machen ja so oder so nochmal Backtracking, ne? Von daher passt das schon. So.
gucken wir mal. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass die Wölfe nicht wieder da sind. Also die Geocaches und so, die jetzt schon auf der Karte verfügbar sind, würde ich sagen, die können wir uns mal ganz kurz angucken. Ich renne natürlich voll dran vorbei. Und ja, ich weiß, ich kann mir auf der Karte markieren, wo es ist. Glaube ich. War doch irgendwie so, ne? Ich könnte theoretisch gesehen... Wegpunkt. So. Und dann ach du Kacke. Ach du Heiland. Wie soll ich denn da auch? Achso. Bisschen Bergungsgut holen. Gut. Bums. Ist mir fast auf den Kopf gefallen. Würde mich mal interessieren, was passiert, wenn Lara das auf den Kopf fällt. Ach, siehst du mal, hier kommen wir hoch. Hüpf. Ui, Vollmond, sehr detailliert. Sehr schön. Darüber müssen wir. Okay. Ist hier noch irgendwas? Nö. Gut, dann gehen wir ganz einfach hier rüber. Da beende ich dann auch den Part. Wenn wir gleich die Reliquie haben. Eine Krähe. Oder eine Dole. Na gucken. Dieser chinesische Dolch ist sehr alt. Mein Vater hatte einen ähnlichen in seiner Sammlung, der aus dem Jahr 854 vor Christus stammte. War bestimmt draufgeschrieben, ne? Dass es aus der und der Epoche kam. Na gut, sorry. Gut. Haben wir das schon mal? Ich glaube, den Webpunkt. Gut, der ist automatisch weg. Theoretisch gesehen können wir noch die Geocaches holen dann im nächsten Part. Weil, ich meine, die liegen hier alle in der Nähe. Wieso, wenn man, ne? Gut, dann würde ich den Part hier beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst einen Kommentar und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Ranchi. Bye!